Frau Nocon, die Zeit läuft. Bitte schön. Die Rentendebatte ist leider Gottes längst zu einer Angstdebatte geworden und das generationenübergreifend. Die Älteren machen sich Sorgen um ihre derzeitigen Bezüge. Die Jüngeren wissen, dass sie jetzt schon länger arbeiten müssen werden, dass sie jetzt schon mehr einzahlen werden und weniger rausbekommen werden bei der gesetzlichen Rentenversicherung. Mit einem Rentenniveau von 43%, was mich und auch Herr Gründiger erwarten wird, schlittert eine ganze Generation auf die Altersarmut zu. Wir sollen uns privat versichern. Das wird uns als Lösung präsentiert. Doch würden Sie Ihre Zukunft auf die Stabilität der internationalen Finanzmärkte verwetten? Ich persönlich möchte keinen dazu zwingen. Und wenn alt und jung systematisch gegeneinander ausgespielt werden in einer Debatte, dann machen wir, glaube ich, einen systematischen Fehler. Denn die eigentliche Debatte muss an anderer Front geführt werden. Denn Alte und Junge sind nicht homogen. Es gibt eine Schere zwischen Arm und Reich, die auseinandergeht. Und das Generationen- und Gesellschaftsschicht übergreifend. Heute schon gehören 10% der reichsten Teile der Bevölkerung über 50% des Nettovermögens. Das heißt, in dieser Debatte müssen wir eigentlich weniger über einen Generationenvertrag reden, sondern über einen neuen Gesellschaftsvertrag, bei dem alle Menschen mitmachen. Denn nur so können wir in der Rente vielleicht reparieren, was im Arbeitsmarkt falsch läuft. Momentan ist es so, dass für die Jungen ganz viele Probleme schon auf dem Arbeitsmarkt auf sie warten. Atypische Beschäftigungsverhältnisse sind für uns typisch. Unbezahlte Praktika gehören zur Tagesordnung, Minijobs, befristete Arbeitsverhältnisse und ein riesiger Niedriglohnsektor, der dank immer noch fehlendem Mindestlohn weitgehend explodiert. Das heißt, die Arbeitswelt, auf die wir treffen, ist eine andere, die noch auf unsere Eltern gewartet hat. Wir sind hier in ein System hereingeboren worden, für das wir gar nicht mal so viel können. Aber wir können es verändern und wir wollen es. Das Problem an dieser Stelle ist nur, wir können es nicht alleine verändern. Wir sind die Minderheit und wir brauchen die Unterstützung der Mehrheit. Wir brauchen Hoffnung statt Resignation. Und gerade bei der Rente wird immer klarer, dass wir hier ständiges Flickwerk betreiben statt einer mutigen Reform. Wir brauchen ein neues Fundament für die gesetzliche Rentenversicherung, statt ständig hier ein paar Prozent und dort ein paar Prozent einzufügen. Denn das System ist so, wie es ist, kaputt. Unser Vorschlag ist, dass wir es einfach nochmal neu stricken, neu versuchen, und zwar auf eine solidarische Art und Weise. Wir fordern eine gesetzliche Rentenversicherung nach dem Schweizer Vorbild, bei dem sowohl Angestellte als auch Selbstständige als auch Beamte in einen Topf einzahlen, und zwar ohne Beitragsbemessungsgrenze. Das bedeutet, dass ein Einkommensmillionär ein unglaublich Vielfaches dessen einzahlen würde, was er später herausbekommt. Denn das wäre sozial gerecht. So würden wir nicht mehr diese Debatte zwischen Alt und Jung führen, sondern würden eine gleichmäßige Verteilung in der Gesellschaft erreichen. Gleichzeitig wollen wir Familien stärken. Wir wollen ein Grundeinkommen für Familien und für Kinder einführen, damit wir den demografischen Wandel wirklich aufhalten können. Wir tragen als neue Generation ein schweres Erbe. 2072 Milliarden Euro Staatsverschuldung. Ich werde einen Anteil an Gorleben erben, auch wenn ich ihn nicht haben möchte. Und wir erleben einen Demokratieabbau ohnegleichen. Genau dieselben Menschen, die noch 1968 für mehr Demokratie auf die Straße gegangen sind, stimmen momentan im Bundestag für Demokratieabbau ab. Ich appelliere an die Mehrheit der Älteren, sich für einen gerechten Generationengesellschaftsvertrag einzusetzen, denn sonst ist meine Generation die Generation der Altersarmut.